Das hier ist ein Film über eine Stadt, die bei den Herausforderungen der Energiewende mit einer ganz neuen Idee vorangeht. Eine Stadt, in der starke Partner mit innovativen Technologien gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen vor Ort eine saubere Luft und damit eine lebenswerte Zukunft bekommen. Das hier ist ein Film über meine Stadt Kiel und über ein Leuchtturmprojekt namens Kiel Flex. Kiel Flex hat zum Ziel, den privaten Auto und den öffentlichen Nahverkehr der Stadt emissionsfreier zu gestalten. Dazu wird verstärkt in den Ausbau der E-Mobilität investiert. Das heißt, mehr und vor allem innovativere Lademöglichkeiten in einem flexiblen Stromnetz. Und hier wird genau daran geforscht. Das Team der Technischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel simuliert die optimale Verteilung des Stroms im Netz, damit auch immer die passende Menge an die richtige Ladestation gelangt. Als Herzstück von Kiel Flex gilt das sogenannte E-Mobility Management System. In diesem System hat das Fraunhofer IFF Magdeburg eine digitale Koordination der jeweiligen Stromabnehmer im Kieler Stadtverkehr entwickelt. Sie überwacht und optimiert den Betrieb zuverlässig, ohne dass es zu Ausfällen kommt, wenn mal alle gleichzeitig Strom tanken wollen. Und das System führt zu einem ausgewogenen Netzausbau bei gleichbleibenden Kosten. Denn die vorhandenen Energieressourcen können nun optimal eingesetzt werden. Ein besonders großer Profiteur davon ist die Schifffahrt. Während der Liegezeit gehen die Pötter an den Landstrom und die Diesel dafür aus. Null Schadstoffemissionen, null Klimagase. Das macht Kiel zu einem der saubersten Seehäfen Europas. Und genau hier kreuzt jetzt sogar die erste Plug-in-Hybridfähre auf der Förde. Das Schiff der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel fährt weite Teile im reinen Batteriebetrieb und ist somit ebenfalls ein Meilenstein auf dem Weg zur Luftreinhaltung und mehr Klimaschutz. Direkt an der Förde steht das neue Küstenkraftwerk der Stadtwerke Kiel. Es sorgt für die nötige Versorgungssicherheit, wenn gerade mal kein Wind weht. Hauptsächlich wird der Strom an alle Kiel-Flex-Abnehmer aber aus regenerativen Energien Wind und Sonne eingebunden. Dieser Ökostrom kann dann zum Beispiel einen der vollelektrischen Linienbusse der Kieler Verkehrsgesellschaft in kurzer Zeit laden. In der Landeshauptstadt sollen übrigens bald alle 180 Busse elektrisch unterwegs sein. Mein Kiel ist somit zu einem Reallabor für die E-Mobilität geworden und zu einem Vorbild für die Energiewende, in der die elektrische Zukunft dank Kiel Flex schon jetzt begonnen hat.